Hallo und guten Tag. Cocky hier mal wieder, der ist gedacht. Wie immer mal wieder mit einem neuen Let's Play. Ich mache diesmal Man of War Assault Squad. Einfach aus dem Grund, weil es relativ unbekannt ist und aus dem Grund, weil ihr fast gar nicht gewotet habt. Bei meinem Voting Let's Play. Was wollt ihr? Bei diesem Video haben vielleicht 5 Leute, 6 Leute gewotet. Guckt es euch einfach mal an und entscheidet, was ich als nächstes Let's Playen soll. Ansonsten spiele ich jetzt einfach mal eine Runde Man of War Assault Squad, um euch mal ein bisschen nahe zu bringen, um was es in diesem Spiel geht. Und ich denke mal, wir sehen uns dann gleich in-game. So. Hier sind wir dann jetzt auch in der ersten Mission der Amerikaner, beziehungsweise der Captain, the Japanese are putting up fierce resistance on the beachhead. They're hiding like rats in the foliage, but their weapon flashes are giving away their positions. Aim for those flashes. I only wish we had more time to prepare you for this, but the war won't wait. Good luck. So, und falls ihr Man of War nicht kennt, bei Man of War handelt es sich um ein Strategiespiel. Ein auf Realismus getrimmtes Strategiespiel, das im Zweiten Weltkrieg stattfindet, offensichtlicherweise. Und die erste Mission, die wir hier gerade spielen, ist ein bisschen vergleichbar mit der Normandie. Falls ihr die kennt, obwohl ich die Deutschen gekämpft habe. In diesem Fall kämpfen wir aber nicht gegen die Deutschen, sondern gegen die Japaner. Das Besondere an diesem Spiel ist, wie gesagt, dass es auf Realismus getrimmt ist. Und jeder Soldat, den ihr besitzt, das sind keine Soldaten, die ihr daran erkennt, besitzt einen Namen, hat ein Inventar und jede Einheit, die ihr besitzt, könnt ihr steuern. Das könnt ihr, indem ihr E drückt. Und dann könnt ihr auf E als Ding laufen, zielen. Wie ihr wollt. Das ist jetzt wieder ausgemacht. Ja. Des Weiteren ist das Spiel relativ realistisch, weil jede Kugel halt verschiedene Sachen penetrieren kann oder halt auch nicht. Oder durchschlagen kann, wie zum Beispiel Holz oder Helme der Soldaten. Also die Helme und Kopf, die ihr seht, an den Stoff. Kappis der Soldaten fliegen ab. Meine Leute haben etwas besseren Kopfschutz. Welche Helme? Helme können aber auch abgeschossen werden und die verhindern sozusagen einmal einen Headshot, wenn es sich um Kleinkaliber handelt. Ja. Jeder Soldat hat halt ein Inventar. Das unterscheidet sich halt die Ausrüstung, je nachdem, was für ein Soldat es sich handelt. Zum Beispiel ein Medic hat natürlich ganz anderes Inventar als ein Maschinengewehr-Mensch. Mit einer MG-Gruppe und einer MG, eine Schaufel. Mit der Schaufel können wir Sandsäcke aufstellen, wenn wir wollen. Können wir ja mal machen, kann ich mal zeigen. Und wir können auch alle Sachen, die die Gegner verlieren, mit C markieren und dann auch mit den Soldaten aufheben, wenn wir dann in Deckung sind und nicht dabei erschossen werden. Deck ist jetzt aufgebaut, wenn man seine Verdeckung sucht. Explosionen zerstören, wenn die natürlich zerstört, weil die Schüsse sind hier relativ robust. Ja, die Granaten und einzelnen Items können wir unten auf dieser Quick Taskbar auswählen. Mit den verschiedenen Shortcuts bis F8, bei 1 bis F8. Und wenn wir unsere Soldaten auswählen und zu einer Deckung hin navigieren, dann sehen wir solche komischen Geister. Das heißt, dort werden meine Leute dann die Deckung suchen. So, wir wollen jetzt aber da mal angreifen, deswegen suchen wir uns da mal Deckung. Vielleicht hat er jetzt nicht abgeschossen. Sieht aber nicht so aus. Genau, jetzt haben wir Deckung gesucht. Er krabbelt dahin. Jetzt am Anfang können wir noch keine Verstärkung anfordern. Das Spiel generell ist aber
oder wird ohne Gebäude oder ohne Basisbau und Ressourcenmanagement gespielt. Also beziehungsweise Ressourcenmanagement schon, aber ohne Basisbau. Du siehst hier diese P-Angabe. Sagt aus, wie viele Soldaten wir anfordern, die dürfen. Und diese regeneriert sich halt aufgrund dessen, wie viele Punkte wir eingenommen haben. Momentan können wir nichts anfordern, da wir noch nichts eingenommen haben. Wenn Fahrzeuge zerstört werden, das seht ihr vielleicht später noch, dann bleiben die Wracks liegen und bieten dann Schutz, wie in diesem Fall jetzt hier. Explosionen reißen Bäume um. Das Spiel ist schon sehr realistisch gehalten. Gebäude werden Stück für Stück auseinandergenommen und es ist wesentlich detaillierter als zum Beispiel bei Bad Company. Man kann gegnerische Panzer reparieren, in diese einsteigen, das kennt ihr als Armor. Ich vergleiche das jetzt hier nur so, da es halt auf gleichem Niveau versucht, Realismus zu schaffen. Das sind natürlich zwei verschiedene Spiele, das hier ist ein Strategiespiel und das andere ist halt natürlich ein First- bzw. Third-Person-Shooter. So, wir können auch zum Beispiel Hauptgranaten einsetzen, um unsere Schritte etwas zu vernebeln. Das machen wir jetzt auch gleich mal, damit wir ein bisschen vorrücken können. Kurz warten, bis der Rauch sich aufgebaut hat. Und dann können wir losrennen. Zur nächsten Deckung sozusagen. Der gibt hier noch Rückendeckung, während die rennen. Check ich jetzt aber auch mal nach. Das Besondere an diesem Spiel ist auch, dass man natürlich kompetitive gegeneinander spielen kann, das Spiel. Aber auch jede Singleplayer-Mission bis zu 8 Spielern bestreiten kann. Dabei kriegen wir die gleichen Soldaten, die wir jetzt haben, und diese werden aufgeteilt in 8 Spieler. Das heißt, dass jeder von den Spielern eine Figur nur bekommen hat und sozusagen spielt sich das dann wie ein Ego-Shooter. Wir haben jetzt hier mal eine Handbomb von den Gegnern aufgenommen und eine Granate. Wir können nämlich die Leichen auch anzeigen lassen auf V. Und uns die Ausrüstung von diesen Leuten holen. Da kommt ein gegnerisches Fahrzeug. Kann ich mal ein bisschen MG uns mitnehmen für unseren MG-Trupper. Uns dann mal da aufbauen schnell. Weil sonst überrennen die uns. Scheine aber schon relativ gut aufgestellt zu sein. Markieren die jetzt. Schießen das schon mal. Ich gebe mal ein bisschen Deckung hier. Ich gucke mal ein bisschen weiter vor. Über die linke Flanke hat sich der Fahrer aufgestellt gerade. Nochmal den Medic, der stellt sich da an. Obwohl das nicht. Ich mache wieder zurück. So, haben wir denn hier mal Deckung? Ah, das sind 2 MGs. Mal den die ausschalten. Ah, am besten stellen wir uns da auf. Hatte der die Handbomben aufgesammelt? Nee. Wie hatten wir denn hier die Handbomben? Ah, der hat die Handbomben. Okay. Oh. Der wird auseinandergenommen, ist wahrscheinlich. Die MGs können sie relativ schnell die Gegner oder unsere Verbündeten aufreiben, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Wo haben wir denn den Typ mit der Handbombe, die aufnehmen? Ah, da. Bombe jetzt drin. So, wir können
können auch unsere Leute heilen. Die haben solche Arztkoffer mit. Der Medic macht das natürlich deutlich schneller und kann auch Verbündete wiederbeleben, wenn sie... Oh. Ja, es sei denn natürlich, der Medic selbst stirbt, dann ist das natürlich nicht so praktisch. EMG macht uns hier ziemlich zu schaffen. Sollte mal Smoke dahin werfen, sonst sind wir hier gleich down. Kurz warten, bis der Smoke sich aufgebaut hat. Das geht nicht gut aus. Versuchen wir mit einer Granate zu rennen jetzt. Schaffst du. Renn um dein Leben. Ah, jetzt geschafft. Granate ist gebrochen. Und die MG wird ausgeschaltet sein. War zwar ein bisschen Kamikaze-mäßig, aber hat funktioniert. So. Natürlich aufpassen, da hockt noch einer am Graben. Ja, die Leute verschwinden immer, da es sich hierbei um Nebel des Krieges handelt. Das heißt, ich sehe nur, was meine Leute sehen und nicht, was ich hier als übergeordneter Gott sehe. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch hier schnell hier im Rahmen dieser einen Episode. Strand zu erobern. Sieht natürlich relativ schlecht aus momentan für meine Leute. Nur noch zwei mit einem Gebeschuss. Aber wir rennen einfach mal hin. Was soll's. Ich schaff das jetzt. Ah, er wirft eine Granate, na toll. Ah, er ist down. Die MP von unserem vom Gegner. Schießen ab! Schießen ab! Oh, bin dran. Jetzt habe ich noch einen Typen. Das könnte jetzt schwer werden. Was haben wir denn da? Nix. Ich habe mehr Munition. Alter. Dann nehmen wir uns hier einfach die Thompson, packen die Sache weg, nehmen ein bisschen Munition mit. Eine Minute habe ich noch vom Let's Play. Scheiß MG kann er echt nicht. Schieß ihn noch zu Brei. Gleich schnell mal hier ein bisschen Medic-Tech einsammeln. Komm schon. Ich töte den Kerl da. Hab ich ihn, sehr gut. So. Ich werde zwei killen. Den hier. Schön flankiert. Und ich mache jetzt hier an der Stelle Cut, weil sonst passt das hier nicht mehr auf ein Video auf. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich mit diesem einen Typen jetzt hier noch diese zwei Typen besiegen werde. Einer ist schon down. Und schreibt mir in die Comments, gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das gefallen hat. Und falls ihr Fragen zu meiner vorhabt, wie ihr auch Fragen zu Test Drive Unlimited 2 hattet, stellt die ruhig in den Comments. Ich beantworte die immer gerne. Also bis dann.